Ziel des Forschungsprojekts ist es, besser zu verstehen, wie das Selbstwertgefühl von Menschen mit ihrer Aggressionsneigung zusammenhängt. Zu dieser Frage gibt es in der Forschungsliteratur sehr verschiedene Meinungen. Einerseits wird argumentiert, dass ein niedriges Selbstwertgefühl ein Risikofaktor für Aggression ist. So könnte es zum Beispiel sein, dass Menschen, die ein niedriges Selbstwertgefühl haben, Mobbingverhalten zeigen, weil sie glauben, damit ihren sozialen Status in der Gruppe zu erhöhen. Andererseits wurde aber auch vorgeschlagen, dass gerade ein hohes Selbstwertgefühl, was ja eigentlich nützlich und wünschenswert sein sollte, eine Eigenschaft ist, die bei manchen Menschen mit Aggression einhergeht. Mit anderen Worten, das hohe Selbstwertgefühl eine dunkle Seite haben könnte. Die Frage ist also, wenn Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch aggressives Verhalten auffallen, steckt da letztlich ein Mangel an Selbstwertgefühl dahinter oder eher ein übertrieben hohes Selbstwertgefühl oder ist die Erklärung komplizierter? Gerade weil es so widersprüchliche Annahmen gibt, wie das Selbstwertgefühl die Aggressionsneigung von Menschen beeinflusst, ist es wichtig, zu versuchen, ein empirisch besser abgesichertes Verständnis zu gewinnen. Aus diesem Grund führen wir im Projekt zum einen eine umfassende Metastudie zum Thema durch, bei der wir die Daten aus allen verfügbaren Längsschnittstudien zusammenführen und auf diese Weise solide Schlussfolgerungen ziehen wollen. Zum anderen nutzen wir Daten aus einer laufenden, angelegten Längsschnittstudie mit über 600 Familien aus den USA, mit denen wir Hypothesen testen können, die nicht mit der Metastudie beantwortet werden können. Zum Beispiel, dass ein gutes Selbstwertgefühl normalerweise zu weniger Aggression führt und dass erst ein extrem hohes Selbstwertgefühl problematisch ist. Aggression ist in vielen gesellschaftlichen Kontexten ein bedeutsames Problem, zum Beispiel in der Familie, in der Partnerschaft, im Schulkontext und am Arbeitsplatz. Angesichts der teilweise schwerwiegenden psychischen, sozialen, gesundheitlichen und materiellen Konsequenzen für Opfer von Aggression und für die Gesellschaft als Ganzes ist es essentiell, die Einflussfaktoren auf Aggression besser zu verstehen. Es gibt viele Faktoren, die zu aggressivem Verhalten beitragen können. Falls ein Mangel an Selbstwertgefühl oder vielleicht ein zu hohes Selbstwertgefühl einer dieser aggressionsfördernden Faktoren ist, möchten wir mit dem Projekt Wissen beitragen, welches helfen kann, das Auftreten von Aggression besser zu erklären und Maßnahmen zur Reduktion von Aggression wirksamer zu machen. Ein Aspekt, der mich am Forschungsprojekt fasziniert, ist, dass es um Fragen geht, die seit langer Zeit in der Psychologie diskutiert werden, ohne dass es bisher gelungen ist, gesichertes Wissen zu diesen Fragen zu haben. Von daher ist das Ziel, die Fragen systematischer als bisher zu testen und auch mit Hilfe einer größeren Datenbasis, als das bisher möglich war. Die Forschungsfragen sind zudem eingebettet in die Forschung zur allgemeineren Frage, ob das Selbstwertgefühl von Menschen lediglich eine passive Folge von günstigen oder ungünstigen Lebensumständen ist oder ob das Selbstwertgefühl eine aktive Rolle spielt und zentrale Lebensbereiche beeinflusst. Eine wichtige Herausforderung im Rahmen der Metastudie besteht darin, die relevanten Längsschnittstudien zu identifizieren. Um die Ergebnisse aussagekräftig zu machen, ist es wichtig, die Daten so vollständig wie möglich zusammenzutragen. Zudem stellen sich wichtige, aber spannende Herausforderungen bei der Datenanalyse. So werden wir neuartige statistische Modelle verwenden, die bessere Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Kausalität der Effekte erlauben, als das bisher der Fall war. Konkret: Die Frage ist nicht nur, ob niedriges Selbstwertgefühl und Aggression gleichzeitig auftritt, sondern ob das eine tatsächlich das andere auslöst. Das Forschungsprojekt wird vom Schweizerischen Nationalfonds gefördert und läuft seit Mai 2023. An der Universität Bern arbeiten eine Doktorandin und ich an den Teilprojekten. Für eines dieser Teilprojekte arbeiten wir zudem mit einem Projektpartner in den USA zusammen, der an der University of California in Davis die erwähnte Langzeitstudie mit Familien durchführt.